Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Ihrem Orientteppich Wasch- und Reparaturspezialisten aus der Speicherstadt. David Rosenberg, Ihr Orientteppich-Experte seit 1960. So sieht's aus, liebe Freunde. Moin, moin. Moin, moin. Moin, moin. Moin, moin. Toller Übergang. Also, Joker, schön, dass du da bist. Du trägst also normalerweise Anzüge und bist jetzt das Chamäleon aus Hip-Hop-Gründen. Ja, oder? Ich passe mich gerne zu meiner Umgebung an, weißt du? Aber da müsstest du eigentlich doch so in bunt und so hier auftauchen. Nee, ich dachte, ich mach mal den Allmann heute. Achso. Aber ich sehe auch nicht aus wie so ein Klischee, ist das so? Also ich habe jetzt auch keine breiten Sachen an. Eher ganz leger. Ja, dachte, ja, aber du bist ja auch kein Rapper, du bist ja Lehrer. Ich dachte mir, fürs Fernsehen kann man mal leger. Sonst reicht natürlich nur Cappy, Klischee, Hip-Hop-mäßig. Aber so würdest du doch nicht vor deinen Schülern stehen, oder? So? Mit einem schwarzen T-Shirt? Nein, mit Cap und Hip-Hop-Style? Nee, also ich muss mal sagen, ich bin ja auch kein Lehrer. Ich habe studiert, aber ich bin jetzt ja nicht irgendwie in der Schule die ganze Zeit. Ja, aber warum nicht? Ja. Kann doch nicht schaden. Eine Cappy, ich trage auch Cappy, so ein Mensch. Du hast keine Cappys, dann trägst du auch eine Mütze. Ja, ich trage immer gerne Mütze, bin ja weniger Hip-Hop wegen weniger Cap-Träger. Vielleicht auf den Elternabend eher nicht dann. Ja, wahrscheinlich. Ja, das kann man falsch verstehen. Ja. Seit gestern ist dein Album nun auf dem Markt. Endlich. Endlich. Gott sei Dank, ja. Hat diesmal etwas länger gedauert, ne? Etwas, ja, fünf Jahre. Warum hat man sich eigentlich, oder warum hast du dir so viel Zeit genommen? Ja, große Frage. Also, studiert, wie gesagt, viel auf Tour. Ich mag es nicht so. Also ich kann auch nicht so gut Albumsongs schreiben, so zwischen Tour und Angel. Also so, weißt du, so wenn du nur mal ein Wochenende im Studio bist und nur mal ein paar Tage, sondern ich muss schon dieses, mich so ein bisschen reinversetzen, damit zumindest Albumsongs rauskommen. Parts und so schreiben ist eine Sache, aber halt wirklich, dass man sagt, das ist ein Albumsong, dafür brauche ich irgendwie ein bisschen mehr Ruhe, muss ankommen und dass man mal dann zwei, drei Wochen am Stück findet, wo man ins Studio kann. Das hat halt ein bisschen gedauert, dann so dadurch, dass es halt die letzten Jahre ein bisschen turbulent war, sag ich mal so. Was war denn so das Turbulente an den letzten fünf Jahren? Also ich bin seit 2011, 12 mit Motrip unterwegs. Alleine das Live-Ding da ist sehr groß und bedarf sehr viel Aufmerksamkeit. Und mein Studium, dann auch noch mein Leben. Ich habe ja auch noch ein Leben nebenbei. Und, ach, hast du? Habe ich auch noch, ja, ja. Und ja, alles halt so. Da kommt dann eins zum anderen. So, ne? Und der tägliche Struggle gehört auch noch dazu. Mhm. Und ja, dann ist es halt, dauert es halt mal so lange. Es war jetzt nicht so, dass ich fünf Jahre intensiv dran gearbeitet habe. Ich würde sagen, 18 Monate bis 24 Monate. Aber die ganz coolen Ghetto-Rapper würden sagen, Digga, ich habe fünf Jahre an meinem Album gearbeitet. Welche coolen Ghetto? Erzähl doch mal von ein paar Ghetto-Rapper, wenn du sagst, die coolen Ghetto-Rapper. Da bin ich mal gespannt jetzt. Ja, die würden ja nur auf dicke Hose machen. Ja, wer denn? Was ist denn für dich ein Ghetto-Rapper? Ich kenne diese Ghetto-Rapper nicht. Ich kenne die nicht. Ich kenne ein paar Rapper, aber ich kenne keine so coole Ghetto-Rapper, ich kenne die nicht. Gibt's keine? Ich höre immer so aus dem Radio und die Fernsehleute denken, es gibt so krasse Ghetto-Rapper. Die immer so rappen. Ich komme aus der German Bronx und ich weiß, wie es ist, so mit Knarre und Dealen und so. Ja? Ja, rappen die, Mann. Ich sage nur das, was die rappen. Ich sage ja nicht, dass die so sind, aber ja, okay. Die rappen das. Ja, aber deshalb meine ich so. Aber ich sage ja immer, ich meine, ich bin ja froh darüber, dass es viele, viele Rapper und Hip-Hopper gibt, die ja zu mir kommen. Und ich muss sagen, ich lerne immer zwei Seiten von denen kennen. Mhm. Da gibt es halt immer diese Fassade, die dann bei mir auf der Couch sitzt. Und dann habe ich immer das Gefühl, die so, okay, ich bin ja nicht böse oder hab ja nichts gegen die. Mhm. Sondern okay, die müssen ein Klischee erfüllen. So, aber hinter der Kamera sind sie viel, viel entspannter. Aber hast du das Gefühl bei mir auch? Nein, das habe ich nicht gesagt. Also ich meine es ernst. Ich frage, weil ich dachte eigentlich, also ich habe bei mir nicht das Gefühl, ich dachte, wo die Kamera aus war, war alles genauso chillig. Aber es ist ja auch bei dir. Ich kann nachvollziehen, dass es das gibt auf jeden Fall und dass es Leute bestimmt gibt, die vor der Kamera so und so sind. Aber ich kenne die ja auch dann immer von beiden Seiten, die du kennst wahrscheinlich auch. Ja, und, wahrscheinlich. Ja, wir sind alle ganz lieb eigentlich. Aber warum macht man dann diese Fassade und warum machst du es dann nicht? Ja, ich denke mal, du brauchst das ja irgendwie auch, um Platten zu verkaufen. So. Weißt du, also du musst ja irgendwie polarisieren und musst irgendwie auf die Kacke hauen. So. Ich kann es nicht so. Also ich bin einfach nicht, also ich kann nicht, ich weiß nicht, ich bin so, wie ich bin und das ist auch gut so. So klingt übrigens die Platte auch, wenn du mich fragst. Mhm. Und ich sag auch in dem Song gerade eben, ich passe nicht so richtig rein, bin kein Fan von Klischees. Ja. Ich bin Joker von Sturzflug in Tape-Qualität. Also das ist so, das bin ich so. Nicht irgendwie irgendwas, was irgendeiner mir aufdrückt, weil du es musst oder weil du Platten verkaufen musst. Aber deswegen verkaufe ich vielleicht auch nicht so viele Platten wie die anderen. Und das bringt mich jetzt genau zu der ersten Single-Auskopplung. Ich glaube, Moin Moin war auch die erste Single-Auskopplung aus dem neuen Album. Genau. Da hast du nämlich gerappt, du bist nicht Fame, weil du zu viel Pech hattest. Ich bin einfach nicht berühmt, also ich hatte einfach nur kein Glück quasi. Genau. Warum ich noch nicht berühmt bin, warum? Ich habe einfach nur kein Glück. Im Kontext, dann geht's weiter. Meine Prinzipien gehen öfter mal vorbei an Verträgen. Ich habe es im Rücken, ich kann Geldkoffer leider nicht heben. Also
Hast du dich Ich hätte vielleicht im Laufe der letzten Jahre vielleicht anscheinend irgendwann auch mal einen pinken Hut aufsetzen müssen, einen roh-gelben Regenmantel und mir Cowboy-Stiefel und vielleicht anders rappen müssen, dann hätte ich vielleicht mehr, also hätte ich vielleicht mehr polarisiert und wäre vielleicht irgendwie einem größeren Publikum vorgestellt worden. So, aber bin ich halt nicht. Und ich hatte kein Glück, ja, war vielleicht nie zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ich weiß es nicht. Aber ich mach's auch nicht, um berühmt zu sein. Also ich mach's jetzt schon über 15 Jahre, glaube ich, so mit Jugend, Freizeitheim, Karriere und so weiter und so fort. Wer glaubt, ich mache es für Geld oder um berühmt zu sein, ist ein Idiot. Sonst hätte ich schon vor 15 Jahren, also hätte ich schon vor 12 Jahren aufgehört damit. Ja, nein, das ist ja, guck mal, und das ist etwas, was ich zum Beispiel an dir sehr schätze, weil so innerhalb der Redaktion oder mit Kollegen, als ich gesagt habe, der Joker kommt zu mir, sagen alle, wer? Mhm. So, aber dann sage ich zum Beispiel, guck mal, der hat schon ein Feature mit dem und dem und dem und dem und dem und dem. Dann sind die als erstmal so und dann sagen die sogar auch, wieso kennt man den nicht? So, das heißt, nein, das finde ich auch wiederum sympathisch. Das heißt, du pfeifst wirklich auf Fame. Ja, es hat nichts mit dich pfeife auf Fame zu tun. Ich wäre gerne noch Famer und würde gerne noch mehr Platten verkaufen. Hätte gerne 1000 Leute anstatt 150 Leute auf meinen Konzerten oder so. Natürlich hätte ich es gerne, aber nicht um jeden Preis. Also nicht um... Waren denn die Dinge, die dir so ein Label vorgeschrieben hat? Nein, das hat gar nichts mit Label zu tun oder mit irgendwas, sondern entweder du machst das, was ich, also entweder ich mache die Musik, die ich mache, also meine Musik ist sehr lyric-lastig und es ist vielleicht auf Albumlänge dann für einen nicht hundertprozentigen Hip-Hop-Konsumenten nicht so einfach, sich das die ganze Zeit zu geben, weil ich halt die ganze Zeit erzähle, so wie jetzt auch quasi. Und dann kann ich schon nachvollziehen, wenn dann irgendwie, was weiß ich, Silke mit 22 studiert Kulturwissenschaften an der Uni Hamburg, hat vielleicht nur Bock auf Moin Moin oder nur auf den und weißt, wie ich meine, hat halt nicht Bock auf das ganze Ding so, das kann ich schon nachvollziehen. Ich hoffe aber, dass bei jedem Hip-Hop-Hörer und bei jedem Hip-Hop-Fan die Platte im Schrank steht, so, weil es ein Pflichtding ist. So. Und ich glaube auch deswegen die Features über die Jahre, die Leute, die ein bisschen Ahnung haben, wissen. Weißt du, also die wissen zumindest, was sie von mir kriegen. Ich sag auch auf dem Ding mit Sido zum Beispiel, Untergrund doch blieb mutig dabei. Ohne Plan, wollte hoch, doch der Zug ist entgleist. So ist es halt. Also nicht entgleist und ach scheiße, ich bin jetzt, oh Mann, oh, ich werde auch gerne. So ist es nicht, weißt du, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich sehe das auch ein bisschen gelassener. Ich werde auch immer gefragt, so, ja, und dann bist du mit Motrip und das ist ja so und wie ist das dann bei dir und so, weißt du, so, ich werde, also, ist das dann so missgünstig und so, weißt du, so, das ist so, ich denke mir so, Alter, ich habe mir noch nie in meinem Leben darüber Gedanken gemacht und du machst dir Gedanken darüber, so, weißt du, so ungefähr und das ist so, ich weiß nicht, Alter, also, ich bleib, wie ich bin, ich kann es nicht anders und ich mache, was ich mache und ich hoffe, toi, 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 ich habe ja noch ein paar Jahre Zeit, ich schreibe immer noch. Es geht weiter, Show must go on, so, weißt du, und ich hoffe, eines Tages vielleicht kriege ich dann die Lorbeeren, die ich verdient habe und ich glaube, dass der Respekt unter den Künstlern also da ist, weißt du, ich meine, da mache ich mir keine Sorgen, ich weiß, Sammy weiß, dass ich rappe, Sammy ist ein Idol für mich, Beispiel, er weiß, ich bin Rapper, weißt du, ich meine, das reicht mir, also es gibt mir viel, wenn ich irgendwo hinkomme und er sagt, also weil wir reden kurz, oder, wir kennen uns, also ich meine, so, wir reden dann drüber oder so. Das gibt mir ein bisschen mehr einfach, als wenn, wie gesagt, die 12-jährige Tanja aus der 6. Klasse und weißt du, so, das gibt mir das mehr. So. Weiß ich nicht. Apropos Motrip, mit dem warst du ja lange on Tour. Ja. Und es gibt eine tolle Single, ich muss sagen, die mir sehr gefällt. Sie ist schon sehr alt, ist aber auch, muss man sagen. Ja, das muss man sagen. Wenn man sogar genau hinguckt, ich finde, du hast ihn nicht sehr verändert, aber Motrip hat sich verändert. Der ist ein bisschen zugelegt. Ne? Ja, ne? Guck mal, er sieht da noch ein bisschen Bubi-mäßig aus. Aber immer noch sympathisch. So, das schauen wir uns mal an. Bitte schön. Mal. Feuer. Kerle permanent am Mike verwandt und geh beiseite, ich will landen, flieg im Sturzflug auf dich zu, guck, ich dreh ein und dreh gleich einen Purzelbaum dazu, Leute, seht sein, holt die Segel rein, Freunde, dreht bei, wenn du nicht auf dich achtgibst, wird es irgendwann zu spät sein, wer von euch weiß besser Bescheid, als Trip und ich und wer kann sich am besten wehren, wenn ich in seine Richtung werf, ha? Eure Vorurteile sind bloße Vermutungen, was ihr heute von uns kennt, ist schon seit 20 Jahren Zukunft, ihr Feuer, cool. Feuer, Feuer, Feuer. Hast du lange nicht mehr gesehen, wa? Nee, ewig nicht mehr gesehen. Guck mal, wie wir aussehen auch. Ein Trainingsanzug, Montur und so. Geil. Ha, da sind sie da. Wie lange ist das her? 5 Jahre? 4 Jahre? Ja, 5. Ich glaube, 2010 kam auf jeden Fall das Album. Ich glaube, es kam kurz vor dem Album. Genau, 2010 müsste es sein, richtig. Ja, Oktober 2010 kam das Album. Mit Motrip habe ich mich sehr gefreut. Ich habe ja das Album ja ein bisschen vorhören dürfen. Gibt es auch ein tolles Feature? Sogar mit Sido? Zwei, also es gibt eins mit Mo allein und eins mit Sido. Genau. Aber, vor allem das mit Sido und mit Mo, das finde ich immer noch heißt das Lied. Immer noch MC. So, und wie war eigentlich so die Zusammenarbeit? Immer noch MC, genau.
So mit beiden? Also ja, mit Mo sowieso immer unkompliziert im Studio. Einfach hier in Hamburg auch aufgenommen tatsächlich, bei Sinchi. Und Sido hat dann geschickt, der war im Urlaub und kam dann noch gerade so rechtzeitig wieder quasi. Hat mir aber schon dreiviertel Jahr vorher zugesagt gehabt. Ich wollte dann erstmal die Platte fertig machen, dass er so den frischesten Verse auch drauf hat. So, weil ich kenne das, wenn du so einen alten Song abgibst und dann ist er ein Jahr später erst raus und denkst, ja, hätte ich mal einen neuen Part gemacht. Das ist halt so. Aber unkompliziert, Gott sei Dank, auch danke an dieser Stelle. Also ist geil, dass er es überhaupt macht. So, er muss es nicht machen. So, ne? Und ja, mit Trip eigentlich wie immer. Also das war jetzt auch nicht so, oh geil, ja, so, sondern das war wie immer. Wir haben ja schon ein paar Songs zusammen. Also, wie ein verheiratetes Ehepaar schon? Ja, so ein bisschen zart. Zart verheiratet. Zart verheiratet? Zart verheiratet. Wer ist der Mann, wer ist die Frau? Ich bin auf jeden Fall, glaube ich, der Mann, muss ich sagen. Aber jetzt no homo und ohne irgendwelche sexuellen Delikte. Es hat sich ja im Zeitalter der Technik ja sehr viel verändert. Früher sind die Rapper zusammengekommen, haben vielleicht auch Sachen zusammen eingespielt. Du hast eben gerade zum Beispiel gesagt, ja, bei Sido war das so, er hat seinen Part eingeschickt. Mhm. Ist das so, sind das heutzutage die Features? Das meistens? Ist einfach, das ist also das Einfachste, sag ich mal so. Weil jeder ist busy, jeder ist an einer anderen Stadt. Trip kommt aus Aachen, ich komme aus Bremen, Sido aus Berlin. Also klar läuft man sich auch mal über den Weg, aber dann eher auf Festivals oder so, weißt du, oder auf Konzerten, so dass man dann eher, und dann macht, will man auch nicht unbedingt Musik machen, so, ne? Aber so ist es am unkompliziertesten und am einfachsten. Internet macht es möglich mäßig, aber zum Beispiel mit Flo Mega war ich zusammen im Studio, mit Lenny Morris, der ist auch drauf, war ich auch zusammen im Studio. Also es ist immer so 50-50 bei mir jetzt auf der Platte ungefähr. Mit SDK war ich auch zusammen im Studio. Es ist so, je nachdem auch, Alter, wie es sich gerade ergibt, so, wer Sido in Hamburg gewesen oder dagegen, wäre auch vielleicht vorbeigekommen. Also es war wirklich so eine Nacht- und Nebelaktion, oder wir müssen den Song noch machen, weil Platte ist Abgabe dann und dann und lass mal machen. Nachtschicht eingelegt und rübergeschickt, nächsten Tag den Verse bekommen, so ungefähr. Also so schon dann doch so, ey, geil, ohne groß nachzuhaken und ohne zu, ey, komm, kannst du jetzt, sondern einfach straight Business. Und so ist es am einfachsten irgendwie, weiß nicht. Vielleicht für unsere Zuschauer, ich weiß es ja auch immer alles. Ja, ich sage immer, ich versuche mich immer wieder in so Hip-Hop-Themen einzufuchsen oder Musikthemen. Mhm. Aber was mich immer neugierig macht, ist, sagen wir mal, du hast eine Idee und sagst, okay, ich spinne jetzt rum, der Sido würde jetzt da gut reinpassen. Mhm. Ruft man den an? Mhm. Schreibt man dem Manager eine E-Mail? Mhm. Ruft man den Agenten an? Wie funktioniert denn das eigentlich? Also macht man das? Ich sag mal so. Sido kannst du immer anrufen. So, ne? Also natürlich unterschiedlich von Typ zu Typ, hast schon recht. Sido kannst du immer anrufen, das kann ich dir jetzt sagen. Jetzt auch? Ja, weiß ich nicht. Ey, lass gut sein, komm, Alter. Ich habe auch seine Nummer hier. Pass auf. Können wir Sido mal anrufen und fragen, halt Sido, wir sind im Studio bei Bedo. Und, rufst du ihn gerade an? Ich habe doch seine Nummer nicht, ich wollte die Nummer haben. Ich habe seine Nummer auch nicht, ich habe neue Nummer. Ach so. Wirklich, ich habe seit vorgestern neue Nummer. Vielleicht rufen wir nochmal an, ja. Auf jeden Fall, ich habe es tatsächlich so gemacht. Ich habe wirklich erstmal also fairerweise einfach seinen A&R angerufen, den kenne ich auch ziemlich gut. Und habe ihm halt gesagt, so, ey, ich würde Sie gerne fragen, tease das bitte schon mal an, weil ich kann es verstehen, sagen wir mal, ich frage dich face to face, ey, wollen wir einen Song machen? Du willst vielleicht nicht, aber sagst ja. Aus Höflichkeit. Aus Höflichkeit. Und damit du das nicht hast, so, habe ich mich halt erstmal rückversichert, quasi check's mal aus. Und dann hat er irgendwann schon gesagt, Digga, melde dich einfach, der will, der macht's, weißt du, so ungefähr. Und dann habe ich es gemacht. Und das ist, finde ich, ehrlich gesagt, die professionellste Art und Weise, dann auf dem Level daran zu gehen. Bei Trip brauche ich niemanden anrufen oder bei Zilla brauche ich niemanden anrufen. Also okay. Das ist halt meine Gang, so, weißt du. Aber ich finde schon, du kannst also größeren Leuten schon gerne Hintertürchen offen lassen. Weil man kennt sich, wir kennen uns lange Jahre. Also ich und Sido jetzt nicht so lange, lange Jahre, aber zum Beispiel auch Materia zum Beispiel. Den kenne ich, glaube ich, seit, weiß nicht, über 10, 12 Jahren so. Und wir haben auch so ein bisschen eine gemeinsame Vergangenheit, so aus Underground-Zeiten noch so. Aber wenn ich den jetzt nach einem Feature fragen würde, der ist halt so ganz oben, weißt du, dann würde ich das auch schon übers Management machen. Auch wenn wir uns auch gut kennen. Auch wenn man sich kennt? Ja, auch wenn man sich, also ja, tatsächlich. Also ich würde ihn wahrscheinlich fragen, aber ich würde erst mal sagen so, ich wüsste auch, wen ich dann frage, seinen engsten Vertrauten quasi. Check's mal ab, ich würde gern fragen, habt vielleicht den Song, gib den Song schon mal mit. Einfach damit diese Situation das auch nicht so belastend ist. Nicht, dass wir uns beim nächsten Festival so aus dem Weg gehen, so, weißt du, so, weil das passiert ist, so, weißt du, dann lieber so und dann, so muss es auch sein. Also ich finde es auch am besten so. Das heißt aber, wenn du zum Beispiel, ich bleibe einfach bei dem Beispiel Sido, du reichst einen Song ein, würdest du aber sauer sein, wenn er sagen würde, ey Digi, der Song passt mir nicht? Das war so. Ach so, Ich habe vor einem halben Jahr oder so dreiviertel Jahr einen Song geschickt und der war auch ziemlich lang, das war viel Lyrics, so 24 Bars oder so über so eine Hotelzimmergeschichte. Ich will gar nicht so viel erzählen, weil ich bringe den Song auf jeden Fall noch raus, weil ich finde ihn übergeil. Und da habe ich dann eine Mail von ihm mal zurückbekommen, so, ich habe es nicht ganz gecheckt, so, schick mal was anderes. Da habe ich gesagt, Digga, okay, ich mache jetzt mal die Platte fertig, ich komme dann noch mal später auf dich zurück. So. Ah, okay. Weißt du, also, das kann auf jeden Fall passieren. Ich habe auch schon tausendmal zu Leuten gesagt, Digga, was ist das für ein scheiß Beat?
bitte lass mal einen anderen Beat nehmen, was ist das, was, warum rappst du da so, lass mal zusammensetzen, lass noch mal das machen, das passiert, absolut. Mhm. So, das meine ich, das ist jetzt nicht so, Internet, du schickst einen Part, hast gar nichts damit zu tun, sondern du setzt dich schon damit auseinander. Ja, das wäre nämlich meine Frage. Man hört es ja auch. Gib mir mal 8 Bars, ich mach das nein, schon. Nein, nein, nein. Achso, genau. Nein, man hört es ja auch bei dem Song mit Sido, das ist, die Hook ist auch wie aus einem Guss, als wären wir alle zusammen im Studio gewesen. Mhm. Und das ist halt Sido, weißt du, wie ich meine? Also das ist so, wir haben vorgelegt, er hat trotzdem genau das gemacht und auch an der gleichen Stelle im Verse Trip erwähnt, wie ich Sido erwähne und Trip mich erwähnt. Also wenn man darauf achtet, an derselben Stelle und das halt ohne Worte. Also das ist einfach Hut ab, Chapeau und Profi. Also eines der Songs auf dem neuen Album von Joker, seit gestern auf dem Markt, also überall erhältlich, Augenzeuge, das niegelnagelneue Album, unter anderem mit dem Feature mit Sido und Mo Trip, immer noch MC. Ja, ich habe zum Beispiel gelesen, dass du auch sehr viel in Bremen, du bist ja ein Bremer Jung, Bremen ja auch... Gott sei Dank. Wenn ich in Hamburg bin, dann muss ich es ja mal sagen, ja, Gott sei Dank. Bremen. Es kommt auch immer nicht so gut, wenn ich... Was willst du mir erzählen? Was gibt's denn da? Pass auf, die Hamburger... Ich mein erstes Single heißt Moin Moin, ne? Ja. Die Hamburger sagen Moin Moin. Ja. Wir Bremer sagen aber nur Moin. Aber wir sagen auch manchmal nur ja, Moin. Ja, aber auf meinem T-Shirt steht Moin Moin, der Song heißt Moin Moin, weil ich sag's eigentlich so, aber wenn ich so überlege und weil auch dann immer mit Bremern so man geht durch, Moin, Moin, man sagt nicht Moin Moin, hier in Hamburg ist es anders, hier ist Moin Moin und das ist so ein bisschen, ich hätte eigentlich meinen Song, Moin, alle in die Hof, wenn es geht, Moin, ich hätte es vielleicht so machen müssen. Scheiße! Nein, aber das zeigt ja meine Liebe zu Hamburg, oder? Das ist, Hamburg ist übrigens für mich mit Bremen zusammen die schönste Stadt in Deutschland. Komm ich da noch irgendwie jetzt, kriege ich das irgendwie Hamburger Pluspunkte oder ist das jetzt... Die Redaktion sagt, er hat sich gerettet. Du redest auch gar nicht mehr jetzt mit ihr einfach. Du bist jetzt schon direkt voll raus. Voll verkackt hier. Ciao, dann nicht raus. Weißt du, warum Hamburger und Bremer niemals miteinander grün sein werden? Ja, wahrscheinlich wegen Werder und HSV, oder? Das sowieso. Und ich weiß noch, erinnert euch noch an diese eine Fußballszene? Olic und euer Kung-Fu-Torwart. Ja, Hammer, oder? Ja, was denn? Was, sag mal, ey, was ist Hamburg für, aber auch so für, der HSV ist, St. Pauli, nehme ich mal raus, aber was ist, legen die für eine Mentalität an den Tag? Hast du das mitgekriegt mit Van der Vaart im vorletzten Spiel, holt er sich so gegen Ende die 5. gelbe Karte ab, damit er nicht dabei ist im Relegationsspiel, falls so richtig der Kapitän der Costa Concordia war, richtig Rafael Van der Vaart. Und das war für mich so... Das ist einfach für mich bezeichnend für die Mentalität und die Loyalität für so einen Verein. Und das ist ein Verein, der als einziger Verein noch nie abgestiegen ist und so weiter. Hat so eine Geschichte und dann so eine Leute. Also bitte, Alter. Dann bin ich lieber Werder und spiele jede Woche gegen den Abstieg und spiele auch einen scheiß Fußball, weißt du, wie ich meine? Aber bitte mit Eiern und wie ein, also verlieren wir wenigstens wie Männer. So. Weißt du, ich meine, das war unter aller Sau, was die letzten 1-2 Jahre da haben. Was Hamburg für ein Problem habt ihr eigentlich, ey? Ja, genau das, was ich gerade gesagt habe. Wir sind eigentlich voll entspannt. Guck mal, wir sind sogar zu blöd zum Absteigen. Ne? Ist das nicht krank? Nee, weißt du, was der Unterschied zwischen Bremen und HSV ist? Guck mal, wir können scheiße spielen, wie wir wollen. Wir werden sowieso nicht absteigen, weil wir es nicht können. Ja, ist krank. Das ist der Unterschied. Das ist echt der Unterschied. Aber wir haben und auch ihr müsst euch wirklich den Allerwertesten aufreißen, damit der noch bleibt. Ja, das ist der Unterschied. Ja, du hast ja recht. Ich sag's dir, ich habe auch gar nichts gegen Hamburg. Und ich liebe auch die Spiele im Weserstadion gegen HSV. Ja, macht ja auch Spaß. Das macht doch einfach Spaß. Ich liebe es wirklich. Aber so ein Jahr Pause hättest du denen auch gegönnt, sag mal ehrlich. Die hätten es verdient. Und genau wegen solchen Moves, wie ich gerade gesagt habe. Genau wegen solchen Moves hätten sie es einfach verdient. Du meinst, Bremen hätte eine Pause verdient? Ja, auf jeden Fall. Ja, Bremen hätte eine Pause verdient. Ich kann es nicht fassen. Haben wir hier eigentlich Bremer im Studio? Nein, ne? Haben wir nicht, um Gottes Willen. Die werden auch nicht eingestellt hier. Ja, das ist so Hamburger Understatement. Weißt du, wir sind sehr, sehr cool. Ja, auf jeden. Ihr solltet auch hier im Tennis einfach, lieber im Tennis ausspielen. Ja, wir haben ein tolles Tennisstadion. Es ist nicht viel los, aber wir haben es. Ja, ja. So, wo wollt ihr eigentlich hin, thementechnisch? Ja, Bremen und Lehrer und Social Works und so, da wollte ich hin. Okay. Ja, du bist ja sehr viel in Bremen unterwegs und machst ja sehr viel mit Kids auch vor allem. Und auch in Hamburg. Ja. Was für Projekte gibt es da? Was machst du da eigentlich alles? Ich mache, also in Hamburg selber mache ich Melting Pop, heißt die Agentur. Wir machen so Rap-Workshops. Also da kommen Kiddies aus der Juka, Bahrenfeld, kennst du? Mhm, klar. Also quasi ein Freizieh, so ein Jugendheim. Und auch von drumherum, also von ein paar Schulen oder so. Jetzt auch nicht unbedingt Problemkids, auch ganz normale Kids, da kann jeder kommen. Und das ist auch kostenlos. Und da stellen wir das Studio zur Verfügung. Ich schreibe mir ein bisschen Texte.
Viktor baut mit dem ein bisschen Beats hin, zeigt ihm, wie man aufnimmt und so. Und am Ende präsentieren wir es dann quasi immer auf Veranstaltungen. So, es sind immer so Workshops, es sind immer so blockweise, modulweise. Geht dann mal eine Woche, dann wieder ein paar Tage, dann einen Monat vielleicht gar nicht, dann wieder ein, zwei Tage. So je nachdem, wie wir Zeit haben. Aber es ist eine geile Sache auf jeden Fall. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ne? Welche Kamera hier? Kommt mal vorbei, checkt das mal aus. Und ja, macht Bock, Alter. Die Kids haben Bock drauf, auch ist richtig geil. Und so, du hast halt 13, 12-Jährige. Ich sehe mich selber früh. Ich bin auch über so Workshops damals da rangekommen. So. Und ich habe schon einen ungeschliffenen Diamanten da entdeckt. So. Echt? Ja, ja. Der ist aber leider erst 14 jetzt. Aber wir machen das, bauen ihn jetzt langsam auf. So, und mit 22 kommt dann seine Platte. 8 Jahre noch. Ja, 8 Jahre. Ist halt egal. Vielleicht bist du dann auch noch da. Wie alt warst du bei deinem allerersten Album? 23, glaube ich. Oder warte mal, ja, 23. 23? Mhm. Gehirnwäsche kam 2008. Schöne Zeit. Unbeschwert. Aber guck mal, das ist zum Beispiel auch für mich irritierend gewesen. Was heißt irritierend? Ich meine, schnicker Junge. Mhm. Da, so, das ist jetzt original Cover, richtig? Mhm, genau, das ist Cover. Und warum so schnieke? Weiß nicht, sieht gut aus. Na, du, ich hab's auch gesagt, sieht gut aus. Sieht doch gut aus. Also ich habe tatsächlich... Du könntest auch einen Anzug tragen. Ich habe so mit diesem... du trägst ja anscheinend immer Anzug. Du bist ja heute nur Fake. In Hip-Hop-Montur, hast du gesagt. Nein, ich habe gesagt, ich trage immer wieder andere Sachen. Ich trage auch mal hin und wieder Anzüge, aber nicht in der Sendung, kaum. Okay. Also ich sag so, ich habe tatsächlich das gemacht, was Raff aus Berlin mir am Ende gesagt hat. Also ich habe mit diesem ganzen Kreativen drumherum nicht so viel zu tun, beziehungsweise nicht so viel Ahnung auch einfach von. Und da habe ich mich dann beraten lassen und habe dann einfach das gemacht, was sie gesagt haben, ehrlich gesagt. Also jetzt nicht, was das Video angeht, das war schon mit meinem Konzept, so dass ich so ein bisschen Augenzeuge, ist ja nicht gleich Augenzeuge, so ein Polizist, GI-mäßiger Typ, ist ja auch irgendwo ein Augenzeuge. Und das Cover ist, ja, der hat mir halt gesagt, mach so ein Bild, glaub mir, das war, Mann. Und ich finde es super, ist geil geworden. Auch Maurice aus Hamburg hat das Artwork und so, das ist alles, das ganze Rot und alles drum und dran gemacht. Und ja. Warum hast du den Songtitel als Covertitel genommen, Augenzeuge? Ja, das ist der Titeltrack einfach. So. Ja. Und das war damals auch einfach der frischeste Song, wo ich das gedreht habe, muss ich sagen. Also ich hatte einfach Bock drauf, weißt du, ich habe den gehört, habe das gefeiert. Ich mochte diese Line, ich berichte für die Blinden, weißt du. Mhm. Ich brauche keine Geschichten zu erfinden, ich berichte für die Blinden. Das fand ich so treffend, so auch für das Album, weil wenn du zum Beispiel Leb wohl oder so auf dem Album hast, diese Krebsnummer oder Himmelspforte, das sind einfach so Songs, die losgehen und du bist, wenn du Bock hast, mittendrin sofort, weißt du? Und das ist eigentlich so mal ein bisschen mein Anspruch so und weiß nicht, dann fand ich das irgendwie treffend einfach. Also ist das quasi die traurige, melancholische Seite von Joker? Ich weiß nicht, ob es so traurig und melancholisch war, eher die klare und diepe Seite, sag ich mal so. Deep ist nicht gleich traurig, so, weißt du? Aber wenn es so wirkt, dann ist es so, also wenn du sagst, weißt du, was ich meine? Es ist ja, Musik ist ja immer so, wie sie wirkt. Auf emotional halt, ne? Wie es bei jemandem ankommt. Genau. Genau. Da gibt es noch einige andere Songs, die ich ja cool fand. Mhm. Und zwar Einmal um die Welt mit Megalo. Mhm. Hat etwas sehr so Pop-artiges für mich. So fresh, so für mich so ein Chart-Song eigentlich. Du tauschst gerade was, Digga. Wieso? Ah nee, das war Geschenk. Genau, du hast getauscht. Richtig, also, Geschenk. Aber es kommt, das muss ich kurz sagen, Flo Mega ist mit Geschenk und Mega Low ist das andere, das kann Richtig. Man schon mal verwechseln. Ja, ich verwechsel es gerade. Ja, das stimmt. Die, Geschenk, Flo Mega, genau, das meine ich. Genau, die bricht so ein bisschen im Album, so, die kommt auf einmal so, was war das jetzt? Genau, das dachte ich auch beim ersten Mal. Ja. Sag mal, was ist jetzt los? Genau, so sehe ich das auch. Also ich sag mal so, die ist jetzt nicht konstruiert fürs Radio quasi, aber sie ist auf jeden Fall abspielbar im Radio und weiß nicht, ich mochte diesen Beat. Ich mag auch tatsächlich auf diesem Beat live unglaublich gerne zu rappen, weil es einfach Spaß macht, einfach drauf zu rappen. Ja, ist ein Fun-Song, genau. Ja, und so funky-mäßig und Flo ist auch dafür bekannt, sowas. Also, der kann das einfach und geiler Song, geiles Ding geworden, finde ich. Und ja, was soll ich sagen? Ist ein bisschen überraschend auf dem Album, das stimmt. Textlich fand ich den sehr, sehr witzig, weil du berichtest in diesem Song von der besten Freundin, in die du eigentlich verknallt bist. Mhm. Ist es immer noch so? Soll ich dir mal eine Anekdote? Nee, so ist es nicht. Aber soll ich dir mal immer noch so? Nee, ist echt nicht. War es mal so? Nee, es ist schon fiktiv. Aber ich kann dir eine coole Geschichte zu dem Song erzählen. Ja, bitte. Darf ich dir sagen, was ich will? Mit den Worten, die ich möchte? Also, ich lege, wenn du willst, für dich vor. Bitch, wolltest du sagen, oder was? Nee, also, wenn du die Parts hörst und dir Flow Mega wegdenkst
und da einfach ein sanftes Ich würde dich viel lieber ficken einsetzt, funktioniert der Song auch. Ja, ist ganz lustig, haben wir das jetzt mal festgestellt. Das ist echt so. Warum muss ich mal ausprobieren? Weil ich sag bababam und ich denke mir die ganze Zeit nur, ich will dich viel lieber ficken. Weißt du, ich meine, weil ich rede halt so von meiner besten Freundin und so weiter und liege nachts mit dir wach bis nachts um 2 Uhr und dabei denke ich mir die ganze Zeit nur, weißt du, ich meine. Warum hast du es nicht so gemacht? Hättest du einfach sagen das können. Das war ursprünglich auch meine Idee, ehrlich gesagt. Das war ursprünglich auch meine Idee. Flo hat halt das draus gemacht. Wir waren zwar im Studio, aber so viel Freiheit muss man dann auch einem lassen und das ist, passt auch nicht zu ihm, wenn er es sagen würde. Das wäre dann nicht der Song mit Flo Mega geworden. So, also das hätte dann andere gemacht oder ich selber. Aber ist auch nicht so cool. Ich habe es live ausprobiert mit dieser Hook, also wo Flo, hab Flo quasi gekillt live, also einfach gemutet und selber das probiert so. Hat auch nicht so funktioniert, muss ich sagen, weil es so ein bisschen so, ja, zu drauf ist so. Weißt du, es ist ein bisschen zu drauf, so, keine Ahnung. Aber super Nummer geworden, geiles Ding. Flo sowieso einer, wenn ihr mich fragt, unbedingt auschecken. Flo Mega Mann überbaut das Album, absolute Weltklasse und geiler Typ auch und Bremer auch und aber auch Hamburger, der ist einfach Norder Junge und ja. Ist gerade Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, ja, auch von unserer Stelle. Also, liebe Freunde, jetzt wisst ihr, das Geschenk heißt eigentlich nur im übertragenen Sinne: Hey, Süße, ich will dich. Beep. Beep. Oder wie Barney Stinson es sagen würde: Ja, stimmt. Das neue Album von Joker. Seit gestern online auch erhältlich, liebe Freunde. Das heißt, überall zum Downloaden. iTunes. Kauft man heute überhaupt noch CD? Ich weiß es manchmal nicht. Ich hoffe es. Also, nein, kaufen, downloaden, ja, schon. Ja. Auch aber gerne kaufen? iTunes. Auch gerne iTunes, aber man sagt, man kauft 50%, also ein bisschen weniger als 50% verkauft so online. Also es werden schon noch physisch CDs verkauft. Ey, vielleicht solltest du deine Sendung auch einfach Oriental Night nennen, wenn du Oriental nicht so richtig aussprechen kannst. Wieso? Heißt das Oriental Night? Das hört sich mal so, wenn du so mäßig so an. Mäßig? Oriental ja, aber, Night. Aber die Sendung ist irgendwie so, ja, so geblieben. Irgendwie. Okay. Oriental Night. Okay. Oriental Night klingt aber scheiße. Ja, oder also. Oder wir ändern komplett den Namen und schießen Oriental Night über den Jordan. Schick doch mal ein paar Namen ein. Istanbul, ja. Istanbul Express. Das ist auch wieder so Klischee. Das ist so Klischee einfach. Lieber Berdus. Ja, Oriental Night, ja. Weißt du, was ich überlegt habe? Berdus Bumsbude. Ist so. Hä? Was denn? Du bist scheiße. Ich geht nicht jetzt alle so direkt bei Facebook. Direkt bei Facebook. Na, ich dachte, wir nennen das Ding Alman TV. Alman TV ist auch geil. Ja, ist mal auch ohne, geil. Es gibt aber schon Almas. Also es gibt von Kurde und so. Es gibt echt? So, die haben schon, das ist schon ein bisschen. Wäre dann schon wieder so ein bisschen abgeguckt, mäßig. Ja, aber ich habe ja schon den Pulli, ein Alman TV. Das reicht nicht, Digga. Der hat schon ein paar mehr Pullis. Ja, das der hat mehr Pullis. Oder wir nennen die Sendung einfach bei Bedo. Bei Bedo, ist auch bei geil. Bedo. Bei Bedo oder bei Bedo? Das ist scheißegal. Der, heißt du Joker oder Joker? Scheißegal. Siehst du? Es gibt gefickt wie gebumst. Aber ich muss jetzt auch hören. Gehüpft wie gestorben. Wir machen hier Fernsehen, ich muss jetzt auch hören, diese schlimmen Wörter zu. Zum Glück kommen wir nach 23 Uhr, da fällt das nicht so auf. Okay, ach so, stimmt. Ja, das ist ja der Vorteil. Ja, stimmt. Hab die Uhr nicht im Auge. Für mich ist immer 8. Ja, für dich ist immer 8. Für mich genau. Ist immer 8. Apropos 8. Nee. Wo waren wir? Genau. Album, Augenzeuge. Genau, immer noch. Ja, was ist mir noch aufgefallen bei den Songs? Wollte ich ein paar vorstellen. Was ich auch richtig schön fand und auch sehr interessant: der Song 24-7, mhm. 24-7, featuring Lenny Morris. Yeah. Da rappst du in dem Song von einem Jungen, auf dessen. Ist das auch. Ist das auch fiktiv? Nein, wenn du hinhörst, es geht ja um die Zahlen. Ne? Wir zählen ja von 1 bis 24 hoch. Quasi, es geht ich weiß nicht, der Satz ist bei mir so hängen geblieben, weißt du? Weil ich dachte, weil ich habe immer so dieses Ding vor Kopf. Ich sag's dir. Achso, Entschuldigung. Ja, na bitte. Ich wollte nur sagen, es geht ja so. Ich bin seit einer Stunde wach, es hat gerade zweimal geklingelt und mein bester Freund ist jetzt schon seit 3 Tagen drin. Wir haben 4 Jahre lang in der Stadt zusammen gewohnt. Jetzt kümmere ich mich um seinen 5 Jahre alten Sohn. Er ist ein Frechdachs, nicht gerade ein 6er im Lotto. In meiner 7er Limousine ist der Fettsack, ein Hotdog und so weiter. Und es geht halt hoch bis 24, weißt du? Also irgendeine Geschichte einfach. Einfach nichts damit zu tun, gar nichts. Einfach. Okay. Ja, weil 2 Sachen sind mir aufgefallen. Die eine Sache war, ich dachte, vielleicht hätte er sein können. Vielleicht denke ich auch zu sehr Hip-Hop. Mhm. Ich denke immer so, wenn ich einen Rap-Text höre, denkst du, okay, der rappt jetzt aus seinem wahren Leben. Das hat er alles erlebt. Denke ich immer noch. Mhm. Okay, war es nicht. Käse, okay. Zu ja, weit ja, was heißt Käse? Du hörst es auf der. Also. Aber denke ich, siehst du? Ja. Bei mir kommt es so an. Dass ich es überhaupt so rappen kann, wie es der Rap ist, natürlich hat man sowas schon mal gehört oder sowas, weißt du, aber. Mhm. Muss ja nicht unbedingt dann mir passiert sein. Es kann ja auch ein Freund oder so, weißt du, es kann ja auch sein. Ist jetzt nicht so, bei dem Song jetzt nicht, aber es kann ja auch sein. Zum Beispiel dieses Krebsding und so. Muss ja nicht mir passiert sein, die Story, die ich da erzähle. Richtig. Aber vielleicht in Auszügen anderen und ich mache dann halt das daraus. Ich sage auch auf einem Song genau, erkläre ich das quasi,
schieß doch mal ein Foto von allem, was du siehst. Ich verarbeite es in Slow-Mo auf einem meiner Beats. Also alles, was ich so bekomme, das mache ich halt auf meine Weise. So. Also Input das muss nicht, genau, das sind Inputs. Das muss nicht alles dann Wort für Wort auch so passiert sein. Und dann sind wir ins Taxi und haben 8,30 Euro bezahlt und so. Das muss ja nicht alles so vorkommen. Ich kann ja auch einfach sagen, damit Dance durch die City gecruised. Weißt du, ich weiß, das muss ja, ich glaube, muss ja keiner wissen, dass Rapper, ein Taxi war. So. Die meisten Rapper, die immer sagen, ich bin mit meinen Bands nach Hause gefahren, sind wahrscheinlich nur Taxi gefahren. Ja, das meine ich. Das muss, was 100 pro, Digga. Ja, ist auch okay. Nur Taxi ist, gefahren. Ist ja auch vollkommen okay. Ich sage ja nur, das muss, man, ja, pff, muss ja, man ja nicht immer so sagen. Man kann ja, auch sagen, ich bin mit Bands nach Hause gefahren. Logisch. Und die zweite Sache, was mir aufgefallen ist, mit 24-7, hat, ich kann es mir natürlich jetzt, ich weiß nicht, ob das böse ist, aber hat ja ein Mathematik kommt jetzt. Ja, genau. Das wurde ich auch schon ein paar Mal gefragt. Ach so, okay. Genau. Ich dachte, ich bin der intelligenteste Interviewer hier. Ja, hier bist vielleicht. Du doch auch. Ja. Sorry. Okay, komm, stell die Frage nochmal zu Ende. Was? Ich hab das Gefühl, das ist so ähnlich wie der Song von Motor Mathematik. Ja, genau. Hey, nett, dass es dir auffällt. Wurde schon mal gefragt und da habe ich auch schon mal gesagt, das ist, wenn du mich fragst, er hatte schon die Line, lieber zwei falsche, lieber zwei echte Feinde als einen falschen Freund. Genau, und ich hatte schon mal so eine Idee, das so zu machen, hab's dann gemacht und ich glaube, er hatte nur die Line, als er schon den Part von Lenny gehört hat. Ah, okay. Hatte er, glaube ich, nur die Line und hat sich dann, glaube ich, weiß, inspirieren lassen, keine Ahnung. Irgendwann, ein paar Monate später, habe ich den Song und dachte so, krass. Und dann habe ich meinen Verse, glaube ich, auch geschrieben, so war irgendwie die Reihenfolge. Also haben wir uns so ein bisschen gegenseitig, glaube ich, inspiriert. Okay. Ich weiß gar nicht, glaube ich, ob ich früher fertig war, ich weiß nicht mehr genau, aber es kann absolut sein, dass sich der eine oder der andere von dem einen oder anderen inspirieren lassen hat. Der Song kam einfach nur früher raus. Das war jetzt so. Deswegen sieht es jetzt so aus. Da war Motrip schlauer, ne? Ganz genau, der macht schlau, diese Junge. Diese Junge macht schlau. Ja. Auf zwei Songs wollte ich nochmal hinaus. Ja, das neue Album, das aktuelle Album von Joker, seit gestern auf dem Markt, liebe Freunde, das heißt auch Augenzeuge. Yes. Ja. Jetzt überall erhältlich, auch zum Download auf iTunes oder wenn ihr es unbedingt mal so eine CD in der Hand halten wollt, holt euch einfach mal eine CD. Rein eher so der Anfasser-Typ, also so immer nur online bringt auch nichts. Und man muss die CDs auch haben. Willst du einmal anfassen? Das ist echt. Ja. Früher gab es auch noch Kassetten. Liebe Kids da draußen, das sind so Dinger gewesen, weißt du? Da waren so Spulen drin. Kommt und so. Bleistift so. Konnte man sogar mit dem Bleistift zurückdrehen, kennt ihr alles nicht. Ja, das war noch Zeit, wir sind mein alte Freund. Säcke, komm, das machen wir uns nichts vor. Machen wir uns nichts vor. Der Kameramann kennt es wahrscheinlich auch nicht, der ist auch noch jung. Kassetten. Ist kennst du Kassetten? Guck mal, er kennt Kassetten. Ja, kennt er noch. So, zwei Songs, die mir auch noch aufgefallen sind in deinem oder auf deinem Album. Einmal um die Welt, featuring Megalo. Mhm. Fand ich auch sehr cool. Und da singst du nämlich ja über Reisen um die Welt. Ja, einfach mal überall hindüsen, hinfliegen. Mhm. Was ist denn so dein Traumziel? Wo würdest du denn gerne mal hinfliegen wollen? Wo warst du denn überhaupt schon? Überall. Also ich fliege jetzt seit Jahren immer wieder in die Türkei. Nach Çeşme, doch. Echt? Schon seit Jahren jetzt. In Akçakoca war ich auch mal, kennst du das? Ja klar, aber warum echt jetzt? Bei Düzce, ja. Also ich flieg. Wieso weißt du denn sowas? Ich habe Türkei schon eigentlich alles gesehen, sag ich mal so, da bin ich sehr, sehr gerne. Überall auch wirklich jetzt. Also ich war schon. Digga, überall. Du bist Türke? Ich bin türkisch, ich bin Oriental Knight. Auf jeden Fall, ja, ich würde schon gerne mal so die Traumziele, Bali, Malediven, das würde ich schon mal gerne sehen irgendwann, aber so eher Hochzeitsreise. Digga, wenn du Traumziele sehen willst, musst du nach Erzincan. Erzincan, ich fahre nach Fethiye dieses Jahr auch noch ein paar Tage. Da soll nein, Erzincan, Digga. Das ist im Nordosten Anatolien. Meine Heimatstadt. Also ach, die Heimatstadt meiner Eltern. Jetzt kommen sie wieder, fahr nach Trabzon, fahr da, ja, hör mal Mann, auf. Ja, musst nach Erzincan fahren. Ja, die Heimatstadt meiner Eltern. Ja. Gut. Wenn du da bist, sag mal Bescheid. Das soll schön sein, habe ich gehört. Ach, du warst nicht da auch so gleich? Ich glaub, das letzte Mal ist lange her. Okay, ja, also ich, wie gesagt, ich fahre gerne in die Türkei, aber so Reiseziel, Traum. Ich sag da ja auch am Ende, muss ich sagen, ich erzähle so die Weltreise quasi und sage, dann wache ich auf und sitze in meinem Corsa wie gewohnt. Ja, Schatz, ich komme heim, doch muss morgen wieder los. Also so, es ist dann doch eher meine Traum, einmal um die Weltreise sozusagen. Das heißt, wenn du so oft in der Türkei warst, kannst du Türkisch? Wenn du mich jetzt testest, sage ich lieber nein. Also, nein, ich will ich nicht, gerne. Aber kannst du Türkisch? Doch, ja, also ich könnte dich auf jeden Fall verstehen. Ich sage mal, 80-90% verstehe ich von dem, was du erzählst. Aber ehrlich jetzt? Ja, lass es aber gut sein, ehrlich gesagt. Aber jetzt, guck mal, doch, wirklich, nur ein kurzer Hinweis. Ich hatte auch in der Schule, erst bis vierte Klasse. Nur Fluchen meine ich nicht. Ich hatte in der ich rede nicht von Fluchen, ich rede von richtig. Darf ich? Ich hatte in der Schule erst bis vierte Klasse. So. Ich bin einfach mit meinen türkischen Freunden mit in den türkischen Unterricht gegangen. Der Lehrer, warst im türkischen Unterricht? Der Lehrer hat mir dann so angemessen natürlich für deutsche Kinder was gegeben. So. Dann fünfte bis zehnte gab es dann Street-Türkisch quasi. Ja, das ist klar. Dann ging es mit 18, so ich sag mal 11., 12. Klasse ging es ins Café. Dann wird Yusbir und Batak und so gespielt, ganz normal, klassisch. Und dann nennst du auch ein bisschen Zeitung, ein bisschen Fernsehen. Wenn ich aber jetzt türkisches Fernsehen gucke, verstehe ich nichts, muss ich sagen. Ich verstehe gar nichts. Zeitung lese ich perfekt, verstehe es aber nicht, komischerweise. Ich kenne ein paar Wörter, aber komischerweise verstehe ich es nicht. Aber ich lese es dir akzentfrei vor, glaube ich.
Das lange nicht gemacht, aber ich glaube. Und er hat ja mal eine türkische Zeitung dabei. Und dann habe ich in der Uni Deutsch als Zweitsprache noch quasi studiert. Das kannst du zwei Semester lang belegen und dann hast du halt Türkisch für Anfänger sozusagen. Şimdi ben seninle Türkçe konuşsam sen beni anlayabilir misin? Tabii. Sen bana cevap verebilir misin? Ja, will ich auch nicht. Ja, da komm möchte schon. Ich nicht, möchte komm ich auch schon. Nicht. Nein, möchte ich auch Joker, nicht. Sag mal. Nein, sag hadi ja. Ay, ay, hadi ja, gönlümden gel abi. Ay, ay, gönlümden ay, gel. Hadi söyle, söyle. Yok, ayıp ediyorsun. Yapma. Hadi ya. Ey, ich bin doch jetzt in der Türkei, da muss ich doch genug Türkisch reden. Wir sind doch hier in Deutschland, sondern Hamburg. Ben sana diyorum ki, ben seni seviyorum. Sen beni seviyor musun? Ben seni çok seviyorum. Ay, koçum benim be. Dostum benim. Komm wieder. Guck mal, und das hat jetzt keiner verstanden. Doch, alle. Das ist nur das Oriental. Nein, ich guck nur Türkisch, oder? Nein, 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 eben nicht. Das ist es ja. Okay. Wir haben immer nicht türkische Zuschauer. Okay, ja, aber wie gesagt, ich spreche, also so auf Knopfdruck, ich mag es auch nicht so. Ich rede auch zum Beispiel mit Freunden, Eltern von meinen Freunden auch, die sprechen besser Türkisch quasi. Ich rede schon Deutsch, weil ich das einfach lieber mag. Wenn ich jetzt mal in der Türkei spreche, ich sitze manchmal, kein Scheiß, Alter. Ich sitze mit so einem Kavici quasi am Strand und da sind nur, meine, weißt doch, wenn ich mit meiner Frau da bin oder so, die sitzt da und ich sitze halt mit dem Maga 2-3 Stunden hinten in seinem Laden und unterhalte mich mit ihm. Und dann fällt mir irgendwann so auf, so krass. Also so nicht perfekt, aber so mit Händen und Füßen und alles drum und dran. Wir können 2-3 Stunden über alles reden, über Politik, über Fußball, über dies und denkst so, boah, Alter. Hat mich gut gemacht. Politik, das habe ich leider vergessen. Ich wollte halt ein bisschen auch noch, die Sendung verfließt manchmal so einfach. Ja? Ich wollte unbedingt dich auch mal nach deiner Meinung fragen zum Thema Flüchtlinge. Dann komme ich einfach noch mal wieder, Digga. Das ist sowieso ein großes Thema. Wir kommen zu euch. Ah. Live, denn Joker könnt ihr nämlich live erleben. Genau, in Hamburg. Im Oktober ist ausverkauft schon leider. Oh. Aber wir sind im März noch mal wieder da. Es gibt einen Zusatztermin im März, im Übel und Gefährlich auch. Mit Mo? Genau, mit Trip. Okay, im 18. aber auch, ne? Da seid ihr auch Duo unterwegs, oder irre ich mich? Ja, Oktober. Ja, mit Band und so. Genau, das war leider schon ausverkauft. Dafür gibt es einen Zusatztermin schon im März aber. Okay, dann können wir euch das ja schon mal, könnt ihr euch das vormerken. Das heißt, vielleicht haben wir die Möglichkeit und besuchen euch beide im Oktober. Und dann machen wir mal richtig so Halligalli politisch und türkisch. Wir machen türkische Politik zusammen. Aber, du und ich. Aber so Halligalli mit Lächeln und Flüchtlingen oder so ernst schon? Also lieber hier mit Nein, ein paar Halligalli Leuten. Nein, Halligalli heißt Action. So richtig. Okay, das können wir machen. Ziehen wir mal einen vom Leder da zusammen. Da freue ich mich sehr drauf. So, liebe Freunde, das war's eigentlich für heute Abend. Ich danke dir, Joker, vielmals. Ja. Mhm. Hier kurz unser. Warte, wir haben auch noch unser Gästebuch, da musst du dich ja kurz verewigen. Und mein Aufruf an dieser Stelle, liebe Freunde, das Album von Joker seit gestern auf dem Markt online erhältlich auf rechts. Mein Aufruf auch noch, wenn der Typ schon meinen Geburtstag vergessen hat, hoffe ich, dass er sich heute wenigstens meine Platte kauft. Ich habe nämlich heute Geburtstag und an dieser Stelle schenkst du mir einfach zum Geburtstag, dass du dir die Platte kaufst. Ja, jetzt, und jetzt sitzt du da. Hast ja gut vorbereitet. Und jetzt als Geburtstagsgeschenk, du kommst dann zu mir in die Sendung. Das ist mein Geschenk. Cool, okay, so machen wir das. Das ist ein cooler Lied, ne? Okay, muss ich irgendwas auf rechts. Ja, irgendwas Besonderes einfach. Ach, worauf du Bock hast. Okay. So, an dieser Stelle weitere Informationen gibt es natürlich auf Facebook. Ja, liebe Freunde, einfach Joker Music eingeben oder auf joker-music.de. Da gibt es die restlichen Infos zu diesem wunderbaren, sympathischen, tollen Gast, der im Oktober hoffentlich uns wieder beehrt oder wir ihn vor Ort. In diesem Sinne, Geil. Schönes Wochenende. Das Album Augenzeuge jetzt erhältlich. Tschüss. Checkt es. Präsentiert von Ihrem Orientteppich Wasch- und Reparaturspezialisten aus der Speicherstadt. David Rosenberg, Ihr Orientteppich-Experte seit 1960.